Und kann Österreich aus den Erfahrungen von Südtirol etwas lernen? Das möchte ich jetzt in Bozen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher besprechen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Landeshauptmann, fast 70% der Südtiroler haben sich testen lassen. Ziemlich genau 1% von ihnen war Corona-positiv. Hat Sie eine dieser beiden Zahlen überrascht? Ja, wir waren sehr erfreut über die große Teilnahme. Wir waren optimistisch im Vorfeld, aber es waren dann doch noch mehr als erwartet. 1%, das ist ähnlich, wie es in der Slowakei war. Dort waren es 1,5%. Aber wir hatten ja schon eine Zeit lang Lockdown jetzt. Deshalb war die Zahl erwartbar. Knapp ein Drittel der Bevölkerung hat sich allerdings nicht testen lassen. Tendenziell wohl eher Menschen, die sich auch sonst nicht unbedingt an die Corona-Empfehlungen halten. Da sind jetzt statistisch mindestens 1000 Infizierte dabei, ziemlich sicher, aber einige mehr. Ein wie großes Problem ist das? Ja, wir wussten das von Anfang an. Es war ja unsere Zielgröße 350.000 Menschen. Das haben wir sogar übertroffen. Dass wir nicht alle erreichen können, war klar. Ein Teil der Menschen wird ja ohnehin auch noch getestet durch andere Screenings, die Menschen in den Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen sind. Und ein anderer Teil, der ist natürlich jetzt nicht getestet. Es gibt noch Infizierte. Das war von Anfang an klar. Wir haben einen großen Teil der Infektionsketten unterbrechen können. Wer einen positiven Antigentest hatte bei diesem Massentest, der muss sich jetzt 10 Tage isolieren, obwohl da mit einiger Wahrscheinlichkeit auch falsche Ergebnisse dabei waren. Warum wurde in Südtirol eigentlich nach einem positiven Test kein zweites Mal nachgetestet? Also im Standardverfahren prüfen wir auch dann bei Antigentests mit einem PCR-Test nach. Bei diesem Screening haben wir das nicht gemacht, ganz einfach aufgrund der Größenordnung auch. Die falsch positiv Getesteten sind aber eigentlich auch statistisch eine eher vernachlässigbare Größe. Das sind sehr wenige Personen in unserem Fall. Das andere Thema ist hingegen, die man nicht erreicht. Das sind doch eine wesentlich größere Zahl, denn der Test spricht ja nicht an, wenn man nur eine niedere Virallast hat. Deshalb, es wird mit Sicherheit 1.500 bis 2.000 Infizierte noch in Südtirol geben. Jetzt ist diese Großaktion in Summe ja sehr gut abgelaufen, aber im Rückblick, was hätten Sie denn noch besser machen können? Nun, wir hatten nur 8 Tage Zeit an Vorbereitung. Man hat gesehen, dass in jenen Gemeinden, die ein digitales Anmeldesystem hatten, es besser funktioniert hat. Das hätten wir wahrscheinlich, das würden wir ein anderes Mal flächendeckend überall so machen. Es ist auch so, dass eine gewisse Erwartungshaltung entstanden ist mit den Tests, ganz klar. Wir haben auch gesagt, das hilft uns, das lässt uns einen entscheidenden Schritt nach vorne machen, indem wir ganz einfach ganz viele Infektionsketten unterbrechen und somit die Zahlen dann auch anschließend sinken werden. Die Erwartungshaltung ist jetzt, dass alles plötzlich und sofort aufgehen sollte. Und der können wir natürlich nicht entsprechen. Es geht also auch schon darum, dass man auch klar erklärt, das ist wichtig, ein ganz starkes Element, aber damit allein löst man natürlich nicht das gesamte Problem und die Epidemie ist damit nicht zu Ende. Wenn Sie Ihr österreichischer Amts- und Parteikollege Sebastian Kurz jetzt fragt, wir wollen das jetzt auch machen in wenigen Tagen, was sind denn die wichtigsten 2, 3 Punkte, auf die wir aufpassen müssen? Ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der dem Bundeskanzler Kurz Ratschläge gibt, aber was sicher wichtig war, dass wir die Bevölkerung breit mit einbezogen haben, ganz einfach auch das Bewusstsein vermittelt haben, jetzt kann man aktiv etwas tun und ich glaube, das haben die Menschen auch verstanden. Ja, man hat ja bisher diese einschränkenden Maßnahmen immer erleiden müssen, passiv und konnte eigentlich relativ wenig tun. Und hier der Moment, wo man jetzt aktiv eine Rolle übernehmen konnte. Das ist wichtig, dass die Menschen das merken und spüren. Und wir haben auch das Ehrenamt, die Vereine, die Sozialpartner sehr breit mit einbezogen. Und das hat geholfen. Die Teilnahme war entsprechend groß. Die Teilnahme war offiziell freiwillig, aber in der Praxis nicht ganz freiwillig. Wer in seinem Beruf viel Kontakt mit anderen Menschen hat, der darf jetzt ohne negativen Test nicht arbeiten gehen. Eine wie große Rolle hat dieser doch quasi Druck für die Teilnahme gespielt? Ich glaube eigentlich nicht, dass das ausschlaggebend war. Wir haben damit die Sozialpartner mit hineingenommen in die Rolle. Die sind es ja, die diese Sicherheitsprotokolle für den Arbeitsplatz auch untereinander aushandeln, die Risikobereiche identifizieren und dann entsprechende Maßnahmen setzen. Und da war es eben vorgesehen, dass wenn man das Risiko nicht anderweitig ausschließen kann, man in solchen Fällen nur getestetes Personal einsetzen sollte. Ich denke, das war aber nicht dann der Hauptgrund, aber das war der Grund dafür, dass viele Unternehmen natürlich selbst Tests auch organisiert haben, in ihren Unternehmen getestet haben und natürlich auch mit appelliert haben an die Bevölkerung, dass mitgemacht wird.
Die wesentliche Kritik an solchen Massentests lautet, dass da mit extrem großem Aufwand nur eine Momentaufnahme geliefert wird, die für die 99% negativ Getesteten schon am nächsten Tag nichts mehr wert ist. Was antworten Sie darauf? Es ist in der Tat eine Momentaufnahme, das stimmt. Es ist zunächst einmal deshalb wichtig, weil man ein Bild kriegt über das Infektionsgeschehen, auch durch diese Momentaufnahme, wo auch geografisch, örtlich gesehen, gibt es besondere Problemsituationen. Man nimmt auch doch einen gewissen Teil der asymptomatisch Infizierten aus dem Verkehr quasi und unterbricht somit sehr, sehr viele Infektionsketten. Und natürlich kann man das nicht alleine stehen lassen. Auch wir planen ja Folgescreenings, Folgetests. Die werden dann nicht jetzt gleich flächendeckend gemacht, sondern wir machen das genau anhand der Ergebnisse in Bezug auf bestimmte Zielgruppen. Das betrifft dann Berufskategorien oder auch Schulen oder auch eben bestimmte Gemeinden oder Teile von Gemeinden, wo es eine höhere Virallast gegeben hat. Noch ganz kurz ein anderes Thema, das hier Südtiroler Landeshauptmann besonders betrifft. Die Regierung in Rom will in ganz Europa bis 10. Jänner die Skipisten sperren. Die französische Regierung unterstützt das, die deutschen Ministerpräsidenten offenbar auch. Die österreichische Regierung ist dagegen. Sie würden auch lieber aufsperren, aber kann man mit gutem Gewissen in den nächsten Wochen wirklich die Skilifte und die Skihütten wieder aufmachen? Ich denke, es geht einmal darum zu schauen, können Lifte aufmachen, kann man das Skifahren möglich machen. Das andere ist, was findet dann in den Hotels statt, welche Sicherheitskonzepte braucht es. Und wenn schon man Weihnachten als Risiko sieht, die Frage ist, wann beginnt es dann? Die Unternehmer brauchen mit Sicherheit eine Perspektive, die Tourismuswirtschaft braucht eine Perspektive und Planbarkeit. Wenn es keine gemeinsame internationale Regelung gibt, wie es die italienische Regierung ja gerne hätte, aber die Regierung in Rom Skiurlaub in Italien bis Jänner verbietet, was würde das für Südtirol bedeuten? Das wäre für uns natürlich eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn man ganz einfach jetzt sagt, Wintertourismus fällt aus. Ich kann das mir auch überhaupt nicht vorstellen. Es ist aber klar, wenn international Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn die Menschen gar nicht reisen können, dann macht das auch wenig Sinn, die Hotels aufzumachen. Auch wenn inneritalienisch zwischen den Regionen keine Mobilität herrscht, dann wird es vielleicht offene Lifte geben, aber ohne Urlaubsgäste. Deshalb braucht es hier auf jeden Fall eine internationale Lösung oder zumindest in Italien eine Lösung, die es auch ermöglicht, dass Gäste zu uns kommen. Sagt der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. Das Gespräch haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet.